hier sind wir vom Führer. Aber wir kaufen heute keinen Koks. heute zeigen wir uns mal von der guten Seite. Peace, Freunde, was geht? Und herzlich willkommen zurück in der Hauptstadt. Ich weiß nicht, was es ist, Berlin. Ja, wir haben dich ja lieb. Aber jedes Mal, wenn wir hier ankommen, werden wir begrüßt von Nesse. Ich hab dich lieb, warum hast du mich nicht lieb? So oder so freuen wir uns, wie immer, auf das Essen, das Berlin zu bieten hat. Eine Stadt, in die wir immer wieder gern kommen. Und heute wird die Auswahl der Restaurants bei dieser Foodtour auf jeden Fall eine sehr spezielle sein, eine sehr besondere, weil wir sind in besten Händen mit der Two and Only. Na? Einmal Vladislav. Hey, guten Morgen, schön zu sehen. Die Jungs, die auf jeden Fall hinter Goldie stehen. Zusammen mit Randy Arby. Let's go. Arby, woher kam der? Woher kam der? Ich weiß nicht, der ist mir so rausgerutscht. Weil Berlin jetzt? Und das erste Restaurant ist auch schon direkt vor uns. Annelies. Ein Frühstücks- bzw. Brunch-Spot, für den ganz Berlin ansteht. Bombe. Hi. 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 Basque Cheesecake, okay. Oh. Gefühlt steht man einfach in einer Wohnung. Und auch alle Gäste sitzen gemeinsam wie eine Familie. Ja, so ein bisschen wie ein Wohnzimmer. Ne? Ja, ist genau, es ist ein Wohnzimmer. Ein schöner Tag startet mit einem schönen Schluck Orangensaft. Ich habe mir das gestern vor allem. Aber ist der pur pur oder ist ein bisschen Zucker drin? Der ist schon sehr süß. Nein, der ist pur, Bruder. Du hast einfach die reifste Orange überhaupt und beißt so rein. Auf eine schöne Foodtour, ja? Ja, auf eine schöne Foodtour. Auf Berlin, auf Berlin. Like an Egg McMuffin, like at McDonald's. Ja, yeah, exactly. Yeah. The high quality Egg McMuffin. Wow. To melt the cheese, huh? Yeah. Nice. Wow, beautiful. Und den gibt's jetzt zum Frühstück. Das sieht crazy schön aus alles, oder? Es sieht doch sehr amerikanisch aus. Also so stelle ich es mir vor, wenn ich in einem American Diner, so gesagt, frühstücken gehe. American. In einem American. Den Laden gibt es seit ungefähr 6-7 Jahren. Seitdem es gibt, optimiert er jedes Mal das Sandwich. Der hat da immer unterschiedlichen Käse, probiert 1000 verschiedene Käse aus, passt immer wieder die Mayo ein bisschen an. Dieses Patty ist aus grobem Wurstbrät, wie so Bratwurst als Patty. Es sieht doch so schön aus, gell? Ja, ne? Es sieht so unecht schön aus, gell? Es sieht nach Werbung aus. Yeah. So muss das aussehen, nee, in der Werbung. Das ist getrocknetes, geräuchertes Eigelb, Scrambled Eggs. Das ist Sauerteigbrot von einem der besten Bäcker von Berlin, Sofi. Selbstgemachter Fenchel-Kimchi und Kimchi-Mayonnaise. Und das ist so Kohlrabi-Salat. Du denkst so Kohlrabi so, aber probier den mal. Du denkst so, wow, Alter, wie kann Kohlrabi so geil sein? So. Das sind noch so Wildkräuter, Kerbe, Haselnüsse, geröstete Piemontese Haselnüsse und so Kohlrabi-Spaghetti. Also ich fange jetzt mal an mit diesem Monster. Das ist ja auch noch, ja, so Omelette, weißt du? So. Ja, ist ein Egg McMuffin. Egg McMuffin. Ja. Der ist halt gerade so, also ich weiß nicht, Saft, wie soll der reinpassen, ne? Dabei sieht der so klein und süß aus. Ja, voll, aber ist einfach eine richtige Handgranate. Du denkst, du kannst ihn so ein bisschen zusammenpressen, aber das geht nicht, der ist einfach fest. Das wird jetzt eine Mission. Rein damit. Stimmt, Lukas ist ja immer umgedreht. Da ist auch so ein bisschen Gemüse im Patty, ja, drin. Wie, ja, so eine leichte Gemüsebrühe im Patty. Das ist auch so eine Speise, die musst du nicht viel erklären. Du schaust ihn an und weißt schon, wie es schmeckt. Genau, du weißt ganz genau, wie dieses Teil schmeckt. Man merkt fast sogar die zwei unterschiedlichen Käse, ne? Ja. Also der hat einen, das ist so ein Deichkäse. Und dann, damit es halt schmelzig ist, noch richtig American Cheese. Das ist das ultimative Katerfrühstück. Ja, genau. Berlin ist irgendwie immer Wochenende so. Ist das hier Pancake-Teig, oder ja, was? Ja. Süßer auch. Ja. Da muss man diese Schlangen, gell? Kennst du, Schlangen können doch ihren Kiefer aushängen. Ich bin ein absoluter Wurstfan. Es schmeckt so, da ist Power drin. Ja. So ein bisschen, ich weiß nicht, wie so ein Nürnberger Rost, irgendwas. Ja. Irgendwas, ja, das ist ein Mix aus allem, würde ich fast sagen. Ich weiß auch, dass der das Hack und so selber macht für die Wurst und so. Und das musst du dir halt auch geben. Da ist halt so Fettcreme drauf, aber drunter ist halt nochmal ein dickes Stück Butter einfach so. Wie mache ich das jetzt? Ich einfach, zack. Du machst einmal so einen Schnitt mit dem Messer und dann. Es wird schief gehen. Ich sag's jetzt schon mal. Seht ihr diese Hände? Ohne dass ich ein Glas Wein habe oder so. Sind die nicht ruhig? 6,5 Stunden später. Der ist auch noch innen so heiß. Wie fluffig die aussehen. Da ist auch noch so krokant drin, ja, oder? Genau, das ist Granola. Ah, okay. Das ist dieses, was man so bei Müsli oft so. Das ist, was Veganer immer essen. Ja, genau. Das hätte ich hier nicht hingehört. Die alle. Alle gucken drauf. Die alle auf diesen. Bist du jetzt, oder nicht? Vor allem, ich liebe auch Blau. Es ist Heidelbeere, oder? Ja. Genau. Und der Sirup ist auch irgendwie aus Beeren oder so. Du weißt, dass du im richtigen Restaurant bist, wenn es einfach zu jeder Zutat eine Story gibt. Ja. Du kannst nicht sagen, das ist eine Blaubeermarmelade oder das ist ein Sirup. Nein, der Sirup ist importiert aus. Da merkt man richtig dieses Gerüst.
Geräucherte. Ja, und dann dieses, das ist auch wieder nicht zu süß. Ne? Es ist wirklich angenehm. Der Teig ist halt unfassbar geil. Crunchy und innen eine Wolke. Und richtig fluffig. Dann das geräucherte Eigelb. Das sollte man sehen. Rühreibrötchen oder Rühreistulle, kann man sagen. So. Was ist ein geräuchertes Eigelb? Aber? Die machen die Eigelbe raus, dann räucherst du die und dann trocknest du die im Dehydrator. Oder salzt sie vorher oft auch noch ein. Dann kannst du die auf so einer Reibe so reiben. Der Hammer. Das ist ein Mann einfach, der sagt sich, ich liebe American Breakfast. Ja, genau. Ich liebe all den Speisen. Aber irgendwas ist einfach immer zu viel oder zu süß. Ich mache einfach meinen Lieblings-American Breakfast und das gebe ich den Leuten. Du hast irgendwie nicht das Beste losgezogen. Tut mir leid für dich. Aber hey, der sieht, ganz ehrlich, der sieht richtig unscheinbar aus. Ist aber wirklich jedes Mal, also ich bestelle den eigentlich immer dazu, egal wie viel wir bestellen. Der muss immer sein, so. Der ist halt einfach so perfekt austariert. So könntest du Kohlrabi jeden Tag irgendwie essen. Also diese Nudel hier ist aus Kohlrabi. Ja. Das lasst du raus. Als Zwischenbiss dafür. Also einmal muss ich jetzt dieses geräucherte Eigelb auf jeden Fall probieren. Das ist wie so eine Eiwurst. Weil so ein Räuchergeschmack verbindet man immer mit Wurst. Und ich finde das geil zum Teilen. Ich würde das jetzt wahrscheinlich nicht alleine essen. Alleine ist so heftig irgendwie. Wenn jeder ein Stück nimmt, perfekt. Wow, alles in allem auf jeden Fall genial. It's like a small granola. Ist auch richtig. Ich sag ehrlich, sieht ein bisschen aus wie Persil. Kennt ihr Waschmittel? Seife? Was ist Seife? Und das ist deren Baskisch. Boah, der sieht aber krass. Boah, Alter. Der sieht wirklich wunderschön. Wir werden jetzt rausfinden, was das. Der sieht irgendwie dunkler aus als Schokolade, oder? Der sieht ein bisschen aus wie ausgelaufener Kaffee. So ein Kaffeelikör oder so. Ja. Wow. Ja, richtig lecker. Sag ehrlich. Ich habe nicht so oft mal, das ist der beste Baskisch-Käsekuchen, den ich bis jetzt gegessen habe. Richtig lecker, richtig cremig. Boah, letzter geht auf der Zunge. Cheesecake-Fans, so. Ja, das ist der New York Cheesecake-Killer. Vielleicht ist er leer. Ja, ne? Das ist so Essigsoße, oder? Das ist so Portwein oder so. Ciao. Ich will mal ganz kurz sagen, also wenn es regnet draußen und die Leute sitzen und essen einfach, das dann muss schon, es gut sein. Es muss gut sein, ja. Also Berlin, ich sag's jetzt nochmal. Ich gebe euch jetzt noch eine Chance. Heute ist der erste Tag, okay, da kann man noch ein Auge zudrücken. Aber morgen, wenn morgen nicht die Sonne scheint, Berlin. Ey, ganz kurz für euch da draußen, Leute. Wir haben gerade erfahren, warum Berghain Berghain heißt. Friedrichshain und Kreuzberg. Daraus wurde dann Berghain gemacht. Ich werde da natürlich nicht hingehen, aber vielleicht schon. Der ist unter Essbegeisterten natürlich bekannt, der Laden. Aber es ist schon so, wenn du jetzt den normalen Berliner fragst nach dem besten Thai, sagt er dir bestimmt einen anderen Laden, der ist schon noch ein kleiner Geheimtipp eigentlich. Ein thailändisches Restaurant mit dem Namen Lap Koi. Aber so geheim scheint er jetzt auch wieder nicht zu sein. Das hängt erst seit kurzem da. Okay. Der wurde jetzt erst empfohlen. Vlad ist so einer, der schaut sich diese Liste an. Stundenlang. Ich weiß nicht mal, wie alt ich bin, Alter. Hi, hallo. Hi. Ein süßes Restaurant auf jeden Fall. Sehr, sehr süß. So, ich würde sagen, dieser Thai-Kitsch integriert in Berliner Innenarchitektur mit Naturwein. Das ist selbstgemachter Schnaps und da ist irgendeine Wurzel drin oder so. Der, nachdem man, von dem man die blind Farbe. Wird. Ja. Nee, das sieht härter aus, als es ist. Also fang langsam. Ja, der schmeckt nach Medizin. Ja, genau. Eigentlich trinkt man das nach dem Essen. Aber wir machen. Ja, sind da richtige Austern. Schiffe sind das. Das sind die Goldies Chicken als Austern. Ja, genau. Und die sind auch so schön glitschig und fleischig aus, diese Austern. Also ich mache mir erst jeden noch so einen ganz kleinen Spritzer Limettensaft drauf. Da musst du das Licht ein, ja. Göttlich. Bam. Richtiger Punch in your face. Also da geht richtig was ab. So. Ich habe auf jeden Fall die größte. Ja, auf jeden Fall. Also ich mache ja große Bissen, aber da hätte ich fast kurz einmal mit der abschneiden müssen, mit Messer und Gabel. Aber obwohl sie so groß ist, einfach trotzdem Bombengeschmack, frisch, also ein bisschen auch Widerstand beim Draufbeißen, nicht so glitschig. Das ist wie so schon fast eine Hühnerkeule war das. Das ist ein richtig dicker Schenkel eigentlich. Deswegen sage ich einfach, das waren die Goldies aus dann. Ein bisschen scharfen Chili. Genau richtig von der Schärfe. Genau. Mit der ganzen Chili, es würde zu scharf werden, aber es ist perfekt ausgedrungen. Ich glaube, das ist auch richtig einfach, das Dressing. Das ist einfach nur diese Chili, Knoblauch, Fischsoße und Limettensaft, Salz, Zucker. Vielleicht nehmen die noch Palmzucker oder so und das einfach gemixt. Könnte jetzt auch genau die Auster für Randy sein. Ja, ich glaube auch. Magst du Austern?
Ich liebe Austern. Ah, okay, ja. Ja. Das passt gerade so im Mund rein. Mund ganz schön voll genommen heute. Sag doch, wie sie schmecken. Warum sagst du nichts? Sag doch was. Ich muss eins sagen. Mal abgesehen davon, dass alles, was die, wie die das gemacht haben, ist sehr krass. Aber die Auster selber, eines der besten Austern, die ich je gegessen habe, muss geil. Ich ehrlich sagen. Vielen, vielen Dank. Und der ist halt so eingeschnitten, frittiert und das Curry, wie sind normalerweise fast allen Thais in Deutschland, gehst ins Thai und dann ist es halt fertig, Currypaste mit Kokosmilch vermischt. Und hier wird diese Paste halt selber noch gestampft gemacht. Viel geiler ist es mit diesem Klebreis, weil du gehst mit deinen Händen rein, nimmst dir sozusagen was ab. Nicht zu fest drücken, weil der klebt halt richtig gut zusammen, der klebt auch nicht an den Fingern. Und dann dippst du so quasi hier rein ins Curry. Und das macht es halt... Arabisch. Afrikanisch ist das. Auch dieses Squeezen und sowas. Und das hat halt so eine festere Textur. Ich persönlich finde es halt viel geiler als mit so normalem Reis. So. Wenn du das gut ablöst, dann hast du auch nichts von den Gräten dran. Tun. Angenehm geschärft, oder? Ja. Ja, schon in sich. Ja. Nicht nur angenehm. Oh, he's crying. He crying like a baby. Wir haben ihn nicht. Ich muss jetzt aber auf jeden Fall auch mal das mit diesem Klebereis machen. Das habe ich noch nie gemacht, das habe ich auch noch nie gesehen. Das ist super cremig, oder? Ja. Das ist super cremig. Das ist schon mit viel Milch, glaube ich, oder? Ich kann so viel sagen, es ist einfach köstlich und scharf. Auf jeden Fall. Das hat auch noch was Fruchtiges irgendwie so. Das stimmt, ja. Wie schon so fast wie so ein spicy Mango-Fisch. Aber auch nicht zu süß so. Nein, nein. So Lukas denkt, er kann schärfer essen als ich. Wollte ich nur noch mal sagen. Was nicht stimmt, ja. Das sieht so mild aus. Ja. Es sieht so. Es sieht so creme. Das ist schon eine Creme. Ja. Das ist eine leicht flüssigere Handcreme. So fühlt sich im Mund an. Man hat so eigentlich Handcreme im Mund. Ich kann es euch erklären. Ich kann es euch erklären. Ach ja, ja, genau. Ja. Hier, was steht KDW? Kaufhaus des Westens. KDW, Kaufhaus des Westens. Hast du es gewusst? Nein! Ja, er hat es gesagt gerade. Ah, okay. Und im sechsten Stock, Leute, gibt es die Restaurants. Man merkt auf Land, freut sich ein kleines Kind. Das ist so. Ich muss sagen, ich habe lange gebraucht, um mich zu überwinden, nicht immer hinzugehen. Bei mir war das immer so ein bisschen so, ja, was soll ich denn hier so voll steif so sitzen? Und dann war ich einmal da und war so, wow, krass, Alter, das ist voll lebendig. So hier sitzt du so mal den Hip-Hopper, mal den Alten, mal die Jungen, so ist alles gemischt. So. Auf West-Berlin. Auf West-Berlin. Der KDW-Haus-Champagner. Etwas süß, nicht zu trocken. Das ist ein Aperitivo. Gutes. Schmeckt sehr lecker. Finde ich auch. So kann man auf jeden Fall reinstarten. Wow, 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 wow. Ladi hat schon entschieden, mit was wir anfangen auf jeden Fall. Wir durften nicht mitreden. Normalerweise, wenn du Pech hast, hast du auch so dicke Dinger, aber da drin sind nur so kleine Streifen drin. Genau. Hast du die eigentlich umsonst gekauft? Dann. Naja, ist schwierig, wenn man die vorher nicht aufmachen kann. Ja, ja, genau. Was ich mich frage, ist so ein Teil, ja, wer kommt darauf, überhaupt das zu essen? Du siehst von außen aus, du wirst es nicht mal angreifen, denkst giftig oder irgendwas. Wer kommt auf die Idee, das aufzumachen und zu essen? Kann nur ein Japaner gewesen sein. Ja. Muss man auch mögen, ne? Ja, voll. Sehr gut. Ich liebe Segel. Oder wir sind zurück in Tokio. Cremig, zartes, so glitschiges Fleisch. Ja. Leicht süß und einfach auch so ein bisschen dieser. Das ist eigentlich eher wie Creme schon fast. Ja, ne? Ja, genau. Und dann drückst du es nur mit der Zunge so. Ja. Und du hast auch ein bisschen was von dieser Austersalze im Mund. Feed me like I'm your son. Eat it up. Ich will auch ein bisschen aus dem Baby rein. Sag mir, dass das jetzt schmeckt, bitte. Das schmeckt mir eh. Aber es ist nicht mein Favorite. Ja, okay, ich sag nur so viel, ja. Ich meine, wir haben auch sehr viele junge Zuschauer und Zuschauerinnen und Zuschauer. Sehr viele schöne Tage haben bei uns begonnen mit Austern und Champagner. Und ich bin mir sicher, dass viele von euch noch nicht Austern probiert haben. Wir legen euch nahe ans Herz. Probiert es mit einem neutralen Mindset und ihr werdet berauscht sein vom Geschmack und Erlebnis. Kann sein, dass die erste vielleicht mal ein bisschen anstrengend ist, ja, und so, aber die zweite, dritte, vierte, fünfte und umso mehr du isst, umso besser wird's. Beachtet nur die Konsistenz nicht, weil die Konsistenz ist das Einzige, mit der Mund einfach noch nicht umgehen kann.
sobald die Konsistenz nicht da ist, ist es was sehr, sehr Leckeres. Später kommt zurück zur Konsistenz. Genau. Und dann fängt dann, traut euch drauf rumzubeißen. Genau. God damn. Was wir jetzt aber auch noch nicht probiert haben, ist eine gratinierte Auster. Mit Hollandaise-Sauce. Und Eismeergarnelen. Oh, jetzt sehen wir natürlich, wir haben es ein bisschen lang stehen lassen. Man sieht, dass die jetzt ein bisschen geronnen ist. So sollte es natürlich nicht sein. Schmecken tut es trotzdem. Und hier ist dann, siehst du, du gehst so rein. Hier ist dann, ich lasse dir die Auster. Dann ist hier so Spinat, Garnelen. Und Champagner ist auch noch mit drin, aber... Echt? Mhm. Aber trotz dessen, dass es geronnen ist, schmeckt es immer noch ganz lecker. Spinat, Auster. Aber Hollandaise-Soße macht doch alles geil. Ich meine, du kannst auch Hollandaise-Soße nur mit Hollandaise-Soße essen. Das wäre auch geil. Schon eine der besten Soßen. Auf jeden Fall haben wir da zwei Sorten von Austern drauf. Eine ist eine deutsche Auster aus Sylt, oder? Sylt Royal. Und die zweite Auster ist eine, die von Vlad empfohlen wird mit dem Namen... Zarskaya. Also wie der Zar aus Russland. Ist aber nicht aus Russland, ist aus Frankreich aus. Kankal. Auch eine geile Form, so klein, kompakt. Ich bin gespannt, wie die schmecken wird. Ich bin gespannt, wie die schmecken wird. Then you put some lemon in. And then you slap it. Cheers, Leute. War sehr lecker, vielen Dank. Gute Rechnung heute. Boah, das ist auch eine absolute Anfänger-Oyster. Boah, ich würde gerne die andere jetzt auch essen, ich sag dir ehrlich. Ich finde es eigentlich geil, wenn man die so umdreht, Alter, und man sieht den Muscle. Für mich ist die innere Schönheit wichtiger. Okay, für mich die äußere, ich bleib dabei. Und jetzt gibt's zu. Sehr, sehr heftig. Mhm. Die ist wie ein zartes Stück Mandarine, auf das du beißt. Von der Konsistenz, oder? Die ist so... Deswegen sind wir uns einig? Sehr schön erklärt, ja. Das, ich schwöre, es stimmt. Das ist so ein, vielleicht sogar diese Mandarine aus der Dose, die noch weicher ist. Auf ja. Ein zartes Stück genau, Mandarine. Die ist nicht so unangenehm, glibbery. So verbringt man einen spannenden Nachmittag in Berlin. Schön ein bisschen aus seinem KDW. Was macht ihr in Berlin? Dein Name? Tino. Herzlich willkommen in der KDW Pralinen- und Süßigkeitenabteilung. Sieht auf jeden Fall zuckrig aus hier drin. Oder hier, das Nusserett der Croissants. So. Was ist das? Croissant? Das ist kein Blattgold, glaube ich. Nein. Die große Frage ist ja, liebe Freunde, ist in diesem Croissant auch innen drin Marille bzw. Aprikose? Das finden wir jetzt gemeinsam aus mit einem Biss bis ins Zentrum. Ja, ist die Antwort. Aber nicht Marillenmarmelade, sondern eher so Marillencreme. Wer von euch kann das? Ganz kurz. Woher? Wie lange waren wir? 40 Minuten essen. Das sind vier Döner, Alter. Hilfe, Edgar. Hey, Tukar Muni. Oha, dann gibt er auch noch Münzen zurück. So richtige Casino-Automaten. Könnte man sich fast ein neues Auto kaufen. Mit Zyklon. Irgendwann später. Kannst du den Leuten mal kurz erklären, dass es dunkel geworden ist? Wie ihr sehen könnt, könnt ihr nicht sehen, dass Randy hier steht. Ja, Leute, es ist Nacht. Und wir stehen vor einem Restaurant, das auf jeden Fall schon hoch angepriesen wurde von Vlad und Kaye. Und wir stehen direkt davor, Café Frieda. Von außen sehr unscheinbar, sehr versteckt, sehr zurückhaltend. Und von innen werden wir es jetzt herausfinden. Aber ein Spaziergang. Ja, das ist der Laden. Oh, die Küche sieht so nice aus da hinten. Ein schöner Laden, was? Wow. Die haben safe auch Naturwein und so. So, genau. Genau der Laden. Und du hast alles so. Das ist, man merkt, wie die von alles so. Ich hab recht, dass es so ein bisschen Kaffee-Nizza-Vibes hat. Wollte ich schon sagen. Und es ist auch alles so mit den Gardinen so. Keiner sieht dich so. Du bist hier so in deiner Welt gefangen. So. Get our asses drunk tonight. Aber hey. Etem, für alle Leute, die sich noch erinnern können, dieses sehr, sehr nice Hotel in Stockholm. Das ist genau der Vibe hier. Du bist so gefühlt mit den Köchen an einem Tisch. Yeah. Weißt du, wie man kommst? Ja, yeah, das ist chill. Unter Kumpel von uns. Auch Mahlzeit nochmal. Are you all having some? Yeah. Yeah. Good. What a question. Yeah, yeah, yeah. Ja, freut mich, nette Zusammenkunft. Es geht los. Selbst das Brot kommt irgendwie wie so ein Stück Lamm an den Tisch. Ey, ist halt echt krass bei dem Brot hier, diese Schichten hier so. Das ist so richtig kross, aber trotzdem, als ob du noch so Croissant oder so hast. Ja, stimmt, du hast selbst so eine kleine Blasenstruktur in der Kruste drin. Die Butter ist auch nicht in deiner Butter. Die kostet einfach so 4 Euro. Das ist 1 Euro sozusagen. Ja, genau.
Hammer, wa? Hammer, na. Auch der Teig in der Mitte, ja, von dem Brot, der, genau, ist so... So geil, wa? Einer der besten Brote Deutschlands, Alter. Mach das jetzt einfach, Leute. Ja, ja, so mach, das beste mach, Brot, was ich in Deutschland gegessen habe. Überhaupt eins der besten Brote, die ich überhaupt gegessen, ja, habe. So. Ja. Das ist so klebrig, fluffig. Das ist das Wichtige beim Brot, dass es viel Luft durchhat. Genau wie bei der Pizza, dadurch wird es dann so delikat. Zum Beispiel, wenn ich eine schlechte Pizza abends esse, dann habe ich auch Albträume. Dann kann ich nicht gut schlafen. Ja, das ist wirklich so. Und N25 Kaviar ist auch so, das ist so ein Hybrid-Kaviar. So einer der besten Sorten, die du in Deutschland kriegen kannst. So, das ist so wirklich 3-Sterne-Läden benutzen den. Ladies and Gentlemen, jetzt wird's ernst. Das ist es mit Berlin, Leute. Schaut euch diese Tour 10-mal an und macht das nach und ihr werdet das hier verstehen. Das ist kein Spaß hier gerade. Das sind die Vorspeisen. Aber gehören die auch offiziell zusammen? Ja, das, genau, das ist eingerichtet. Speise. Riecht so nach Burger King schon fast. Ja, genau. Frischkäse. Und Kaviar. Wasser. Wow. Wow, ne? Also mit Ansage, bester Schinken. Ja. Das ist wirklich krass. Boah, weißt du, wie der nach Walnuss und Nuss, ja, schmeckt? Ja, ja, Haselnuss fast sogar. Boah, boah, wie der trieft schon beim Einbeißen. Fließt so. Ja, weil die safe damit gefüttert werden, oder? Ich weiß ja nicht. 100%. Ja. Der schmeckt ja, so nach Eichel. Nuss, der schmeckt nicht nach Schinken, der schmeckt sogar dir. Aus welchem Land ist der? Ah, aus Österreich. Mangalitsa, das ist eine Wolfschwein, also es ist so ein ganz dickes, altes, wolliges, fettiges Schwein aus Ungarn, aber die züchten das auch in Österreich. Und das ist so ein super kranker Züchter. So. Ja, du musst gar nicht kauen. Der ist auch nicht so aggressiv salzig. Der ist super. Das spanische Iberico. Ja, genau, der ist super. Ja, der ist special auf jeden Fall. Das Fett von dem Schwein beugt Herzerkrankungen vor. Das ist ja, meine Freundin zum Beispiel sagt immer, du isst zu viel Schwein. Ich so, nein, nein, ich esse nur Mangalitsa-Schwein. Das ist gesund. Das könnt ihr echt googeln. Das könnt ihr googeln. Was war das für eine Zitrone? Ich glaube, das ist eine Amalfi-Zitrone oder so. Nee, nee. Oder Meierlein. Meier-Zitrone. Das ist auch so mega viel braune Butter. Der Fisch ist so fest. Weißt du, normalerweise würde der jetzt komplett auf der Zunge so zergehen, aber da hast du richtig was zu beißen, weil der einfach so... Wir müssen eins kurz sagen für die Zuschauer, weil die Zuschauer denken sich gerade so zu Hause, ey Jungs, chillt's, okay, aber schaut, sogar die Eisleischmarke. Ja, ja, das hatten wir letztes Mal. Auch originelle Kombination, hatte ich so noch nie. Oder? Da kann man nur lachen. Weißt du, man hatte das noch nicht, aber es klatscht einfach. Das ist so, ja. Es klatscht einfach. Das ist Chicory-Salat mit gereiftem Cheddar und Peanut. Und Grapefruit, wie ihr sehen könnt. Ein großer Löffel für einen großen Mund. Schmeckt einfach wie der High-Class Caesar Salad. So eine käsige Soße, gell? Ja, genau. Es ist wie so eine Parmesan-Anchovy-Mayo irgendwie. Wie der Vater vom Caesar Salad. Stracciatella, Oyster Mushroom, Burnt, Colic, Ting. Das schmeckt ein bisschen wie so ein krasses Chiliöl. Boah, das schmeckt, als ob du beim Chinesen wärst. Ja. Oh, aber die Kombination mit diesem cremigen Stracciatella oder so Burrata ist ja genial. Boah, die Chili ist so geil. Boah, kommt ja noch! Wie kann etwas so scharf sein und trotzdem so sanft, oder? So eine dunkle Schärfe, die kommt ja, so, ja, als ob die so, das Thema. Wie wenn du so einen Roller drosseln würdest die ganze Zeit. Ja, ja, ne? Und dann das ist so. Ihr müsst euch aber überlegen, wir sitzen hier seit 10 Gängen, seit einer Stunde und bisher, ich habe einmal kurz meinen Löffel verwendet, aber Messer und Gabel ist noch unberührt einfach. Das ist so. Mit Sauce Perigo. Das ist Leber an der Seite. Nee, das ist Pflaume. Das ist gefüllt mit Comté-Käse
Also Leber und Ente. Also ich weiß ja, dass es französisch ist jetzt, aber es sieht auch sehr russisch aus. Es stimmt, es ist wie so. Das ist Leber an der Seite. Petit Vrier. Seid ihr bereit? Are you ready, guys? Wow. Sauce perigeuse, so perigeuse sozusagen. Kalbschüttel mit Trüffeln. Wow. Das ist dann so der Gegenpart, um es ein bisschen aufzubrechen. Es gibt da halt so Schwierigkeiten, wenn du es zu langsam wächst, dann saftet der komplett durch und weicht ein. Du musst ihn bei der richtigen Temperatur in der richtigen Zeit backen. Ich würde es mir nur bestellen, nur um es zu sehen schon, weißt du, ich meine? Ja. Das ist schon so handwerklich nicht ohne, sagen wir es mal so. Heute ist heute. Sie ist auch immer genau so ein Tag, den man braucht. Gehen, so. Und merkt euch eins, Essen ist eine Verbindung unter Menschen, die gibt's nur einmal. War das poetisch gerade? Sei ehrlich. Na, man, wo ist ja. So Leute, ich weiß, wir werden langsam anstrengend. Es wird langsam schwierig. Aber ich würde euch nochmal um ein bisschen Aufmerksamkeit. Einmal ganz kurz für den letzten Gang. Weil jetzt kommt was ganz, ganz Besonderes. Es wird die letzte, vielleicht vorletzte, vielleicht vorvorletzte, vielleicht vorvorletzte Weinflasche aufgemacht. 2000 Jahre später. Boah, ist da eigentlich dieses gleiche Öl drauf wie vorhin? Ja, ich glaube schon. Genau das Öl. Ich hab nix zu. Alle, Leute, ich bin sowas von. Ich sag so wie es ist. Randy ist betrunken. Nein, hör jetzt auf, Bruder. Warte jetzt kurz. Ein paar Sekunden später. Was sagt der Chef? Was sagt der Chef? Ja? So heftig? Nein, jetzt, Bro. Du musst jetzt auch mal Kritik haben. Such einen Fehler. Such, okay. Ja. Find diesen Fehler, ja, bitte, find ihn. Ey, es tut mir sehr leid für die Zuschauer, aber das hier ist schon wieder. Wow. Es geht ein sehr, sehr dicker Kuss raus an Lukas, einfach mal wirklich an dich, Bro. Dass ich das hier erleben darf. Bruder, es ist so lecker. Lick my bone. Ich sag so wie es ist. Randy ist betrunken. Es ist so durch. Ich hab nichts mehr mit. Yeah! Randy ist so drunk, Digga.